So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2019. Wir haben jetzt erstmal eine andere Aufgabe. Ihr seht, was ich machen muss. Der Tank ist voll. Der Hängerchen ist voll. Und jetzt erstmal das Wichtigste ist, dass wir das hier wegfahren. Und müssen wir hier auch noch demnächst was wegfahren können. Deswegen mit uns hier schön JCB. Mit Allradlenkung. Naja. Jetzt ist es nicht, muss man den Kollegen fragen, wie seine ist. Ich finde ja CB nicht gerade die beste Marke dafür, habe ich ja schon mal gesagt gehabt. Map noch anmachen, damit ich weiß, wo ich lang fahre. Ich glaube, ich kann jetzt hier hochfahren. Ja, ich kann hier hochfahren. Oh, da war was. Scheiße, war vorbei. Da kann ich da hochfahren. Gut, viel Unterschied wird es nicht bringen. Und ich hätte bei Feld 13 unten lang fahren können. Puh. Ah, ist so hin und her. Hier hinten machen wir noch nicht. Gucken wir uns mal an. Hey, da hat ein Stoppschild wieder vorne. Major. Ja, wir haben im letzten Part angefangen. Ach du Scheiße, jetzt bergauf. Im letzten Part haben wir angefangen gehabt, ein bisschen mit... Ach du Scheiße. So ein großer Fehler hier hochzufahren. Position 1. Mit der Holzwirtschaft. Das war sicherlich nicht die schlauste Variante von mir. A, weil es nicht so viel Geld gibt. Und B, war es nicht die schlauste Variante hier hochzufahren. Ach du Scheiße. Ey, es tut ja eben richtig, wie er sich hier hochquält. Also, nächstes Mal andersherum. Habe ich, glaube ich, keinen Berg. Das ist es lieb in dem Licht. Wenn einer von hinten kommt. Rückzug können wir, glaube ich, hier langfahren. Wir können ja mal andersrum fahren, um uns noch mal zu gucken, ob da ein Berg ist. Weil der jetzt wert ja kaum Kraft dafür. Gucken wir mal, wie viel Prozent gibt denn das jetzt überhaupt? Wir haben jetzt, glaube ich, 4-mal abgeladen. Das war ein Sprung. Das war ein Untersprung. So. Ah, dann laden wir mal die Kartoffeln ab. Wie viel Prozent gibt's denn? Ich glaube, wie es abgeladen wird. Das ist so ein bisschen wackelig gerade gewesen. Och, leck mich doch. Das ist ja... Noch wie lange das Feld geht. Alter Schwede. Dann fahren wir mal runter. Gucken wir uns nochmal die Strecke an. Hier gibt es ja auch einen Berg. Naja, einen kleineren Berg hier. Der ist nicht ganz so steil wie der andere, aber der ist lang gezogen. So was und klar. Dann fahren wir hier lang. Ah, gerade ist glaube ich mein Geduld am Ende. Ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Wir brauchen dringend Geld. Und jetzt fahren wir hier hoch. Also das ist die schöne schmale Landstraße, die ich geil finde. Und dann geht es jetzt hier hoch. Ist durch hier drüben das Feld. Ja, ich übernehme die andere Spur. Okay. Und dann da geradeaus. Ist das Fahrzeug. Ja. Dann machen wir weiter Holz, diesen Part.
gucken wir mal, was es an Geld bringt. Also viel wird es nicht bringen. Vielleicht mache ich auch mal den Vorbereitung-Calls einladen. So. Und werde das im Parts dann wegladen. So, wo ist denn jetzt hier? Mit euch dann vernichten, deutsch gesagt. Klein machen das Holz. So könnte man das ja planen. So viel ist ja nicht mehr. Aber wir haben relativ klein geschnitten. Wir sind noch nicht trainiert. Ach scheiße, man soll noch trainieren, fällt mir heute ein. Muskeltraining habe ich heute auch noch nicht gemacht. Ich hab so ein scheiß Leben. Aber trotzdem ist es geil. Scheiß Leben, was geil ist. Also es war schon schlechter damals gewesen. Oh, dann guck mal, was der Baum hier gebracht hat an Größe. An Volumen. Wird es ja nicht bringen, wenn es 1000 Euro bringen würde. Der ist viel größer als der andere, als der letzte. Das stimmt schon. So, dann gucken wir mal, wie sieht es denn hier oben aus? Weil mir wahrscheinlich noch. So. Also viel ist es nicht. Weil ich saß ja auch, das schlagt ziemlich viel aus. Schon wieder fast einen vollen Tank. Wir warten immer, bis er voll ist, schmeißen die Hilfe raus und fahren dann rückwärts die Kacke. Das regt mich sonst auf in dem. Nein! Das geht sonst nicht, man kann nicht nebenbei fahren. Mal gucken, ob das das schon war oder ob es noch ein Stück gibt. Dann können wir nämlich den Helferhändler rauswerfen, können den Tank leer machen und sieht aber aus, ob es das alles war. Licht an. Klappe zu. Mit der Hoffnung, dass nichts rausfliegt. Das ist ja jetzt ein Test, ob das geht oder nicht. Da muss man mal gucken, wie wir das dann gleich machen. Ich finde es geil mit dem... Also, wie so ein kleiner Feldweg hier. Vielleicht nur der Schotterweg. So ein ganz, ganz dünner. Hallo, Pferdchen. Ja, Einfahrt muss ich auch noch reiten. Das darf ich auch nicht vergessen. Eins von den neueren. So, dann machen wir nochmal länger, dann schmeißen wir alles drauf. Machen die Maschine an. Ah, fahren wir mal neu ran. Das geht am besten von außen. Oh, da war ein Bäumchen weg mit Lenas. So, Helfer hat vollen Kontakt. Was mit dir? Was mit dir? Was mit dir? So. So, ab in den JCB und rückwärts anfangen. Ist eigentlich die beste Möglichkeit.
andere sinnvollere habe ich jetzt nicht gefunden. So. Licht an. Wir müssen in diesen Fiat da die Plan aufmachen und aussteigen. So. Und überladen. Ist die Frage, welches Baumstämmchen können wir nehmen? So ein bisschen wie in der Tetris ist es ja nicht. Wie heißt das Spiel? Der Turm, den nicht umfallen darf. Das Spiel. Ich glaube, einige Leute wissen, was ich meine. Beziehungsweise die meisten Leute werden wissen, was ich meine. So. Dann gucken wir mal. Der müsste ja jetzt hier ausgeladen sein. Genau, das ist fertig. Aussteigen. Ausfahren. Wegfahren direkt richtig. Aussteigen, hier rüber, Hilfe an und weg mit dir. So. Das müssen wir uns dann gleich mal aufschreiben. Obwohl, wie viel? 300? 385. Und dann machen wir hier schon mal an. Und gucken, machen wir es mal leer hier. Da ist man muss ja auch erstmal das Plus reinkriegen von den Maschinen, die gekostet haben. Danach kann man überhaupt mal über ein Plus reden. Wenn ich mir ein Hausbier leisten kann, dann würde ich sagen, habe ich ein Plus eingefroren. Was soll man sonst in der Zeit machen? Die Felder wachsen. Echt nehmen gibt es ja bestimmt seine Möglichkeiten, da seine Zeit zu verbringen. Also meistens haben sie ja noch Tiere. Die Tiere aber hier kümmern sich auch, deutsch gesagt, selber. Steigen. Los geht's. Machen wir mal wieder leer hier die Scheiße. Aber läuft eigentlich gut, also backt sich auch nicht rum. Das ist das Gute daran. So, ich möchte noch nicht wissen, wie viel drin ist. Das ist so eine kleine Überraschung. Wir haben ja gesehen, ich habe noch nicht reingeguckt. So. Ja, und ein kleiner Ast, der ist ja noch auf der Straße, den müssen wir auch noch gleich holen. Wir haben schon alles. 385 waren es ja. Ich hoffe, wir haben wirklich alles von dem Baum mitgenommen, damit wir so einen groben Durchschnitt haben, ob sich das lohnt. So ein bisschen der Langeweile vertreiben. Was soll man sonst machen? Also, wenn man mal Langeweile ein paar Themen hat zum Besprechen oder sowas. Kann man das ruhig nebenbei mal machen. Ein 3 Meter Ast hier noch. Der muss noch drauf und danach können wir halt immer nachgucken, was es an Geld gebracht hat. So, ich glaube, das ist besser, wenn ich den das hier drauf lege. Von hier oben runter. Ist nicht richtig drauf. So, die Frage ist, nimmt er das jetzt mit? Nee, nimmt er nicht. Gut, müssen wir dann gleich nochmal drauflegen. Tut mir ja nicht weh, heil, falsch. Hier müssen wir drauf. Licht an. Cause I'm afraid of what's gonna come out. Hey.
So, das muss jetzt gehen. B. Noch nicht. Och, lag mich doch dafür. B. Ja, Halleluja. So, das war's. Gucken wir mal rein. Das ist ein Baum gewesen? 13.000? Als zwei Bäume und das Ding ist voll. Das sind die 13.000. Das ist nicht gerade wenig. Für so ein bisschen Nebenverdienst. So, und was? 13.000 mal irgendwas, denke ich, am Arschel. Gibt zwar nicht viel. Hier 13 mal 2. Sind wir bei 2.000. 2.000 irgendwas pro Ladung. Pff, ist nichts. Ja, aber es ist Langeweile vertreibt. Dafür 2600, um genau zu sein, wären es ja, wenn er voll ist. Pff, warum nicht, ist die Frage. Da würde ich sagen, wenn euch der Transport gefallen hat, gibt noch einen, wenn ich einen Daumen unten schreibe, einen Kommentar auf meine Fernseh wird oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt er mir das Wort. Ciao, ciao.